بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناسب أن الفقهاء عندما يذكروا كتاب النكاح يذكروا كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله. من زلت البيت الخوف وفي مقرحة من كبير محقابي من نقلات إذا فقه فريم نصفاء فقه معاملات من زنك خنجل فريم كان بكين زي أو من حمل بعباتنا في الاستماع شايدون. نعم، شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق حلا ل تعذر بقاء الحياة الزوجية بين الزوجين. نعم. الله سبحانه وتعالى بشاهد الله بشتمت كل شيء بشتمت اللعبت كما انت بشتمت بولين الرحمن عزيك كل. نعم. هل كل مشكلة بين الزوجين تؤدي إلى الطلاق؟ لا. نعم. Die Frage stellt sich, wird jedes Problem zwischen Ehepaaren direkt zu scheiden? لا ليس كل مشكلة. إذا رأى الزوج من الزوجة العصيان الكامل، يعني تعصيه في كل شيء، ليس في مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل. نعم. Nein, nein. Nur dann ist die Scheidung erlaubt, wenn die Frau, sag ich mal, dem Mann nicht gehorcht. Nicht mehr. Hm? So, ماذا يصنع إذا رأى الزوج من زوجة العصيان الكامل تعصي في كل شيء؟ نعم. Wenn der Mann auch sieht, also wenn der Mann auch von seiner Frau merkt oder sieht, dass er schon dass sie nicht mehr gehörsam ist, dann in diesem Fall darf der Mann auch sich von der Frau scheiden lassen. أول شيء يصنع يطلق. لا. Was sollte man in diesem Fall tun? Ist die Sache direkt Scheidung? Dann wird nein. يعظها بالكتاب والسنة. هناك فرق بين الوعظ والتهديد. Das erste, was man was der Mann in diesem Fall tut, einfach die Frau erstmal ermahnen, auch darauf hinweisen, das ist nicht in Ordnung. Dann kommt auch die zweite Phase, auch die Drohung. فإن انتهت تركها ولا يعنفها ويكرر عليها ويتكلم بشيء. إذا انتهت ينتهي. نعم. Wenn die Frau sich verbessert und aufhört, einfach Probleme für den Mann zu machen, dann sucht er, dann hört einfach der Mann, versucht man auch aufhören. Oder unterlässt auch man dieses Thema, das Thema Scheidung. فإن لم تنتهي ماذا يصنع؟ هل يطلق؟ لا. يهجرها. نعم. Wenn die Frau weiterhin Probleme macht, dann sollte man auch sich direkt von der Frau scheiden lassen, dann wird nein, sondern beginnt die nächste Phase, also sie, sag ich mal, verlassen. Sag ich mal, nicht verlassen in dem Sinne der Scheidung, sondern einfach sie allein lassen, auf eine bestimmte Zeit. والهجر يكون في الفراش بأن يعطيها ظهره. Indem er vielleicht beim Schlafen ihr seinen Rücken zeigt, also ich also. ويهجرها ايضا في الكلام ويسلم عليها كل ثلاثة ايام. Auch beim Reden sollte man nicht mit ihr reden und vielleicht alle drei Tage sie begrüßt. فإن انتهت وقالت انها انتهت ينتهي ولا بد. نعم. Wenn die Frau damit aufhört, auch Probleme zu machen, dann sollte man auch, sollte der Mann in diesem Fall auch aufhören. وإن لم تنتهي ماذا يصنع؟ نعم. يكون هناك ليس على ما يقول بعض الناس من ضرب النساء وغيره، لا،
الضرب هنا مجرد يعني إشارة لهذه لأنها حرة ولا يمكن أن تجلد كما أجلد العبد مثلا. نعم. Manche Menschen meinen sofort, dass der Mann seine Frau direkt schlägt. Und schlagen heißt im Islam, sollte man nicht richtig schlagen, wo zu Schmerzen führt, sondern nur als Zeichen, dass der Mann mit seiner Frau nicht zufrieden ist. فإن انتهت انتهى وإلا نعم. Wenn die Frau weiterhin nicht aufhört, auch Probleme zu machen, sollte man يأتي ب andere Methode حكم eine Lösung suchen. وإلا يأتي بحكم رجل من أهله وحكم رجل من أهلها يعني قريب له من الرجال وقريب لها من الرجال. Dann sucht man nach neuer Lösung, indem man vielleicht einen Mann von seiner Familie aussucht und einen Mann von ihrer Familie aussucht, damit beide, sage ich mal, auch die Probleme schlechten oder auch eine Lösung für diese Probleme finden. Bedingung ist, dass dieser Mann auch von deinen Gehörigen ist. ورجل. Und dass er ein Mann ist. الأمور التي توجب التفريق والأمور التي لا توجب التفريق. نعم. Es gut aufkundig, dass er schon mit diesem Thema, also diese Angelegenheit sehr vertraut ist, also Thema Angelegenheit, Scheidung, Probleme und Streiterei. ويكون غرض الإصلاح لا الإفساد والتفريق بين الزوجين. Und das Ziel von diesem Mann ist, dass er schon zwischen den Streitparteien einfach schlechten zu können. فما قضى به الحكمين يجري على الزوجين. نعم. Was diese zwei Männer von Scheidung hier treffen, gilt auch für die beiden. فإن انتهت المشاكل فلله الحمد وإلا نعم. Wenn die Probleme alhamdulillah gelöst werden, dann ist es okay. Wenn nicht, له أن يصبر. Bleibt noch dem Mann eines übrig, dass er nur geduldig bleibt. أو يطلق طلقة واحدة. Oder lässt sich von seiner Frau scheiden, nur einmal das Wort scheiden ausspricht. لكن لابد أن تكون الطلقة في العدة، لا في غير العدة. يعني في الموضع الذي يكون فيه الطلاق هناك مواضع لا يمكن يكون فيها الطلاق. نعم. Aber ist diese Scheidung oder das Wort Ausschaffung ist einfach fällt schon in einer bestimmten Zeit, wo die Frau ihre Tage. فإذا كانت هذه الزوجة قد دخل بها وخلى بها أو لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها يطلقها في أي وقت لا أشكال. نعم. Beispielsweise wenn der Frau sagt, wenn der Mann mit seiner Frau schon bereits geschlafen hat, dann zählt, wenn er nicht mit seiner Frau nicht geschlafen hat, dann zählt er noch diese Sache nicht. Also er kann sofort sich mit ihr scheiden lassen. إن كان قد دخل بها فهي إما أن تكون حاملا أو غير حامل. نعم. Wenn der Mann bereits mit seiner Frau geschlafen hat, entweder ist die Frau immer noch schwanger oder nicht. نعم. وهي حامل يطلقها لا إشكال. نعم. Wenn die Frau schwanger ist, darf er sich von ihr scheiden lassen, von Problem. لكن إن كانت تحيض لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني لو كان الآن قد جامعها في هذه الأيام ينتظر بها حتى تحيض ثم تطهر من الحيض ثم بعد هذا يطلقها، لا يمكن أن يطلقها بين حيضتين ويكون قد جامعها في هذا الموضع. نعم. Wenn die Frau aber nicht schwanger ist und wenn die Frau ist nicht, aber wenn die Frau nicht schwanger ist und der Mann auch mit ihr geschlafen hat, dann darf er sich nicht mit ihr von ihr scheiden lassen. Aber man darf
sich nicht von der Frau scheiden lassen, wenn die Frau ihre Tage hat, also wenn ihr Blutung hat. إذا لا يصح أن يطلقها وهي حائض. Das heißt, darf sich nicht von ihr scheiden lassen, wenn ihr Tage hat. أو في طهر جامعة فيه. Oder wenn sie sich, wenn die Frau sich von ihr oder wenn die Frau ihre Tage sich frei holt, wenn die Frau sich von ihrer Blutung oder ihre Tage befreit hat und in dieser Zeit hat der Frau mit der, hat der Mann mit der Frau geschlafen, darf er sich von ihr nicht scheiden lassen. فإذا طلقها لا يخرجها من بيتها يعني من بيت الزوجية. Wenn der Mann sich von der Frau scheiden ließ, darf die Frau ihr Haus nicht verlassen. وينفق عليها. Man muss natürlich sie versorgen. فإذا كانت بعد الطلاق هي حامل فعدت المطلق الحامل إلى أن تضع ما في بطنها تضع الحمل. فإذا كانت عندما طلقها حاملا تنقضي عدة هذه الحامل بوضع الحمل بوضع ما في بطنها. Hat sich der Mann von der Frau scheiden lassen und die Frau schwanger war, dann ist eine von dieser Frau, also das Zeit, wo die Frau darauf warten muss, dass sie ihr Kind gebärt. وإذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. Und wenn die Frau ihre Tage bekommt und sie noch nicht schwanger ist, dann sollte sie dreimal ihre Tage bekommen. ويشهد على الطلاق. Und muss auch diese Scheidung bezeugen. شاهدين. Zwei Männer. ويشهد كذلك على إرجاعها. Man muss auch bezeugen, wenn der Frau seine Frau zu sich wieder zurücknimmt. إذا لابد أن ننبه الناس على هذه المسائل وأن الزوج بيده الطلاق فلا بد أن نتأنى في هذا الأمر. نعم. müssen auch die Menschen auch darauf hinweisen, dass sie bei der Ehescheidung ein bisschen mehrmals darüber nachdenken, ob sie diesen Schritt wagen oder nicht. وقد تلاعب الناس اليوم بعضهم في الطلاق. من الناس من يطلق يقول أنت طالق ثلاثة. نعم. manche Menschen schätzen das Wort Scheidung nicht und sie spielen auch mit diesem Wort Scheidung. Und manche auch sprechen das Wort Scheidung dreimal. Man sagt, du bist von mir geschieden, dreimal auf einmal. أو يقول أنت طالق مقدار أنفاس الخلائق. نعم. Oder du bist von mir geschieden, so viel wie die Menschen, die noch leben sind oder am Leben sind. أو هو يحلف في الطلاق في كل شيء. هذا جاء ووقف معه على باب البيت يقول ادخل، قال لا ما ادخل، قال علي الطلاق تدخل. يطلق على كل شيء حتى على كاسة ماء. نعم. Manche Menschen, andere Menschen schwören immer bei der Scheidung, am Staatsbank bei Allah subhanahu wa ta'ala, sagen, wenn du nicht zum Beispiel, bist von mir geschieden, also meine Frau ist von mir geschieden, wenn du nicht rein, bei mir reinkommst, als Besucher. Ne? وأيضا هناك من يتكلم في مسائل الطلاق يعني يفتي في الطلاق والأصل أن الفتوى في الطلاق لابد فيها من حضور الزوج والزوجة ونرجع في هذا إلى من هم أهل للكلام في الطلاق ليس كل أحد يتكلم في هذه المسألة نعم die zwei Parteien, der Mann und der Frau zu befragen. نعم. كذلك إذا مات الزوج ماذا تصنع الزوجة؟ نعم. Es gibt andere Fälle noch, die nochmal zu erklären sind. Wenn der Mann tot ist, was macht die Frau? إذا مات الزوج لابد أن تبقى في العدة إذا كانت حاملا إلى وضع الحمل. نعم. Wenn der Mann stirbt und die Frau schwanger ist, dann ihr Ende, also die Zeit, wo sie noch gebunden ist, bleibt, bis sie ihr Kind zu Bett bringt. يعني ما يستطيع أن يتزوجها أحد. Also niemand darf diese Frau heiraten, bis ihr Kind geboren ist. ولا يصرح لها
بأن هذا انقضت عدتها أن يتزوجها. ولا ديركت مت يا بربا شبرشت. وإذا كانت غير حامل تعتد 4 أشهر و10 بالأشهر الهجرية. نعم. 4 أشهر و10 أيام. نعم. لو كانت غير حامل عندنا هنا إما حامل وضع الحمل، غير حامل 4 أشهر و10. نعم. لم نتكلم عن الحيض هنا. نعم. وهي في هذا في العدة هنا قلنا لا يمكن أن تتزين بثياب الزينة. In dieser Zeit, also diese Edda, also diese Wartezeit, darf die Frau sich nicht schminken oder. لأن لدينا ثياب عادية ولدينا ثياب زينة. نعم. Darf sich nicht schminken, das heißt mit Make-up oder Form von Kleidung, also gut aussehen. وكذلك لا تتطيب. Oder vielleicht auch mit Parfüm oder das Parfüm benutzen. وكذلك لا تضع يعني هذه الأشياء التي يضع النساء. ولا تخرج من بيتها التي مات الزوج وهي فيه. تبقى في بيتها. ولا تخرج إلا للضرورة نهارا. نعم. ثم بعد هذا قلنا أن عادة الفقهاء أنهم يذكروا أن الإنسان أول شيء يبيع ويشتري. نعم. In der Regel behandeln die Gelehrten diese Themen, also Thema Fiqh al-Mu'amalat, mit dem ersten Kapitel Kauf und Verkauf. ثم بعد هذا يتزوج. Danach folgt die Eheschließung. وهناك عشرة زوجية وأولاد. ثم بعد هذا يحصل إشكال وطلاق وعدة. Manchmal passiert auch Streiterei und dann kommt einfach das Thema عدة, also diese Wartezeit. ثم بعد هذا ماذا؟ بعد الطلاق لابد أن تكون خصومة مع أهل الزوجة. وقد يتعدى عليهم بالضرب أو بالقتل أو بالشتم، فناسب أنه بعد الطلاق يذكر الفقهاء الجنايات يعني التعدي. نعم. Daraus ziehen wir eine Lehre, dass die Gelehrten direkt nach der Themascheidung auch das Thema Streiterei behandeln. والله أعلم صلى الله عن نبي محمد وعليه وصحبه وسلم. بارك الله فيك.